Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Styx Master of Shadows. Wir haben das letzte Mal ja unten so einen kleinen Kerker, eine weitere Mütze organisiert und haben hier diesen Raum hier endlich geklärt und können jetzt mal gucken, was hier so ist. Ah, da ist der Weg darüber. Und da sind auch noch jede Menge andere bösartige. Boah, wie viele Wachen hier sind. Das ist unglaublich. Da sind jetzt die zwei. Mich stellt sich jetzt natürlich die Frage, was können wir da machen? Oh, wir wurden gesehen. Oh, oh, oh. Das mit dem Springen ist aber hier eine kritische Angelegenheit. Eieiei. Die haben kurz. Die glauben kurz, was gesehen zu haben. Natürlich haben sie nichts gesehen. Suchen sie rum. So, Buddy. Und jetzt haben wir dich. Überragender Duellant gab es gerade eben als Achievement. Das würde ich mal so tatsächlich behaupten. Das war jetzt natürlich sehr aggressiv, aber es hat funktioniert. Man kann, wie heißt immer so schön, Erfolg schwer kritisieren. So, und hinein mit dir. Wir haben leider nur für einen Platz. Der andere, der muss sich mit der Holzklasse zufrieden geben. Wobei, Steinklasse, Holzklasse. Die Frage ist, was ist jetzt hier schlechter? Da ist irgendwie so ein komischer Krug. Mit dem können wir aber gar nichts anfangen. Können wir mit dieser Tür was machen? Das ist gar keine Tür in dem Sinne. Okay. Hier geht's weiter. Wo auch immer das hinführt. Ich bin ja so neugierig. Da drüben ist eigentlich die Brechstange, aber... Ich bin so ein Profi. Ich wette... Ach, das ist der Eingang zur Kanalisation! Na, damit haben wir den jetzt auch schon mal aufgemacht. Oder, was heißt aufgemacht? Gefunden. Oh, da schläft eine Wache. Hier noch irgendwie ein Goodie? Nicht so direkt. Da laufen halt ein paar Wachen rum. Da sind wirklich einige. Lieber mal eine Runde dunkel gemacht. Okay, wir könnten jetzt auch außen rumschleichen, statt sie alle zu murksen. Da an. Das sind Besen. Ich dachte gerade eben schon, was ist denn das? Nicht zu weit runterfallen. Ah, da könnten wir auch reinschleichen. Oh, da ist ein Versteck da unten. Da wollte ich gar nicht so hin. Shit. Ich wollte eigentlich da jetzt runterspringen. Hab's vielleicht gesehen. Der ist tatsächlich aufgewacht. Wie gemein. Ach, jetzt schläft er wieder. Hallo, Hauptmann. Der hat mich jetzt ehrlich gesagt überrascht. Ich bin echt dafür, dass wir noch ein paar aus dem Weg räumen. Oder da runtergehen. Ach shit, der hat tatsächlich die Fackel wieder angemacht. Da kriegt man doch zu viel. Jetzt kommt er wieder hierher gelaufen. Ah ne, der geht weg. Der andere läuft jetzt auch rum. Sie haben mich nicht gesehen. Haben mich nicht gesehen. Das ist das Wichtigste. So. Und
Tja, die fragen sich wahrscheinlich gar nicht, wo ihr Kollege hin ist. Der ist nur aufs Klo gegangen. Austreten oder ein Bierchen. Oh, wieso kommt denn der jetzt darüber? Ach, der hat einen Los Fackelos angemacht. So, Nummer 2. Der hat irgendwas dabei, das wir eben noch abnehmen können. Da waren Y gerade eben. Das gucken wir uns gleich mal an, sobald wir ihn ablegen. Aber erstmal müssen wir auch für den einen Parkplatz finden. Ein Wurfmesser! Haha! Also kann ich die Wurfmesser gar nicht zurückgewinnen? Dann habe ich mich geirrt bei einer der Leichen. Oder es war ein Zufall. Man kann einfach nur so Wurfmesser hin und wieder mal so bekommen. So. Stück für Stück. Oh Gott. Da ist einer. Den mag ich jetzt schon nicht. So, okay, Nummer 1. Und... Das hat er tatsächlich gehört? Ich bin gerade eben ehrlich gesagt baff. Ha! Aber den kriegen wir auch noch. Ausgezeichnet, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Das ist also wirklich, man muss sich echt überlegen, wie man hier vorgeht. Das sind so richtig kleine Taktik-Aspekte, die man da bedenken muss. So nach dem Motto, welchen Wächter schalte ich jetzt in welcher Reihenfolge aus und so weiter und so fort. So. Da ist keiner. Dann kann man den ja da aufheben. Hier machen wir mal lieber dunkel. Denn ich mag's dunkel. Und jetzt haben wir tatsächlich ja alles von hinten aufgerollt, wie ich mir das gerade eben so anschaue. Wir können den Heiltrank nicht nehmen, weil wir voll sind, aber dann machen wir das einfach so. Dann können wir ihn doch noch nehmen. So, und ich bin der Meinung, du hast da unten viel zu wenig Leichen rumliegen. Ah, der fliegt gar nicht noch weiter runter. Okay. Seine Entscheidung. Hätte er ja auch anders machen können. Moment. Genau, ich erinnere mich, da war ja dieser komische geheime Gang. Oder dieses Versteck. Ihr seht dieses Zeichen da. Was gibt's denn hier Feines? Ah, endlich! Und eine Münze. Eine Münze und etwas. Oh, ein Dolch liegt's auch noch. Gibt's ja auch noch. Jetzt haben wir da zwei Dolche. Muss ich ganz genau umgucken, was hier alles hier so gibt. Eine Tür, die allerdings für nichts gut ist. Und das Goldharz, das pfeifen wir uns gleich mal rein, dass wir mal wieder ein bisschen auf dem neuesten Stand der Dinge sind. Es würde... Nee, ich glaube nicht, dass es noch weiter runter geht. Ich glaube, das ist der unterste Punkt. Das da unten sieht so aus, aber ich glaube, das ist ein Trugschluss. Wenn wir da runterspringen, sind wir höchstwahrscheinlich Geschichte. Oh, da ist auch noch Wachen. Wobei, könnte sein, dass wir dann roter kühen könnten, aber ich werde es jetzt nicht riskieren. Ach, Schiddelidu. Das gefällt mir ganz und gar nicht hier. So, ganz schnell. Die werden jetzt Alarm schlagen, das ist mir schon klar. Das ist mir schon klar. Aber wir beobachten das Ganze erstmal. Ja, jetzt hat er Alarm geschlagen. Die reagieren jetzt natürlich entsprechend.
Und wir reagieren ebenfalls auf so eine solche Entwicklung. Und gehen mal ganz woanders hin. Beobachten das Ganze am besten mal von hier. Es sind nur zwei, die darauf reagieren. Das ist schon mal gut zu wissen. Das bedeutet, ich kann den einen, der da lehnt, oder der sich jetzt hoffentlich da gleich wieder hinlehnt, auf jeden Fall erwischen, wenn der andere auf der anderen Seite rumläuft. Es muss bloß dunkel genug dafür sein. So, das sollte jetzt passen. Oh, das wird knapp. Ah, das war sehr knapp. Für meinen Geschmack fast schon zu knapp. He's got himself killed. Oh, tschüss. So. Der hatte irgendwie noch einen Trank dabei, habt ihr das gesehen? Aber den können wir ihm jetzt irgendwie nicht mehr abnehmen. Was ich irgendwie gemein finde, wenn ich so drüber nachdenke. Manu. Hier liegt doch ein Heiltrank, aber wen interessiert der? Sagen wir, legen mal hier den Typen da ab. Der hat ja irgendwie so ein Goldharz noch dabei. Heiltränke sind voll. Hast du noch was dabei, wo ich mit Y was machen kann? Nö. Okay. Wir sind eigentlich relativ nah dran. Ich möchte erstmal hier noch die Lichter ausmachen. Dann holen wir uns das Kanaldingens da, ne? Und dann schauen wir mal, wo wir die restlichen Münzen vielleicht noch auftreiben können. Ich gehe mal davon aus, dass irgendwo noch Räumlichkeiten sind, mit denen wir da glücklich werden könnten. Wobei, oh, guckt euch das mal an. Na, das ist ja schon mal einladend. Also für uns. Wir sind Styx, für uns ist das einladend. Ja, gut zu wissen. War vielleicht ganz gut, dass wir da lang gelaufen sind. Dadurch haben wir gesehen, was da unten auf uns lauert. Die sieht man nämlich von hier gar nicht. Ist voll gemein. Die sind ja so direkt nebeneinander, dagegen kannst du gar nichts machen. Und ich glaube, die bewegen sich auch zu schnell hin und her. Ich werde es versuchen. Ich speichere mal an der Stelle. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Und jetzt haben wir ihn. Doch. Und wie, mein Freund. Nix mit No und so. Oh, da können wir auch reingucken. Boah, was ist denn das hier? Und das ist eine Münze. Schon wieder so ein Folterraum, ey. Was haben denn die Typen hier für Hobbys? Keine Frauen da, aber überall Mord und Totschlag. Ich weiß, warum die Leute foltern müssen. Die haben keine Frauen, die können sich nicht irgendwie anders, wie soll ich sagen, vergnügen. Ansonsten war das glaube ich, hier schon. Entschuldigung. Ich guck mal hier noch drunter. Nope. Ist kein Wunder, dass das Gewaltpotenzial bei denen so groß ist, ohne Damen. Da läuft auch einer. Boah, einer. Wenn's einer wäre. Wenn's nur einer wäre. Oh, da putzt jemand. Erstmal Licht ausmachen. Hallo. Hast schlechte Arbeit gemacht. Ich soll dir vom Chef sagen, du bist entlassen. Und zwar genau jetzt. So. Auch erledigt. Können wir liegen lassen, glaube ich. Sieht für mich nicht so aus, als ob diese Leiche hier irgendjemand so kurz oder lang interessieren würde. Er hat ganz kurz geglaubt, was gesehen zu haben, der Typ. Oh. Ich
glaube, an den kommen wir nicht legal anders ran. Jetzt können wir erstmal gucken. Oh Gott, wir hören den Typen über uns. Da läuft er jetzt. Jetzt können wir mal ganz kurz beobachten, wie er läuft. Aha, er kommt jetzt direkt hier so her. Wir müssen auf jeden Fall als allererstes den Typen jetzt links ausschalten. Okay. Ah, here we are. The mark drawn with amber. Invisible to anyone who's never touched the amber. All I have to do is follow the trail. Everything wears out so fast. Something over there. It makes you wonder if there isn't some sort of crap in the air. Corrosive stuff, like. Years without seeing my family. Damn it. She got done it. What a monster! That was mine. Oi, oi, oi. Aua. Nein! Oh, wir haben's geschafft. Let go of him, Greenskin. Ich will hier weg. Ich will hier weg. Oh. Wir verstecken uns mal ganz schnell. Oh, okay. Ich hoffe, das war ein erfolgreicher Rückzug. Er kommt auf jeden Fall in die Richtung. Gucken wir mal. Ja, er läuft da rum. Es war blöd, dass er sich in dem Augenblick umgedreht hat. Der ist sehr aufmerksam gerade eben. Das glaubst auch nur du. Schalalalala. Und doch. So. Und weil du so brav warst, bekommst du hier wieder eine extra Behandlung. So, okay. Hier hat es aber ansonsten nichts Nennenswertes. Aber ich möchte mal behaupten, die Leichen schaffen wir jetzt in dem Fall trotzdem mal weg. Einfach nur so aus Prinzip. Oh, da ist das Versteck. Cool. Das heißt, wir sind tatsächlich angekommen an der Stelle, wo wir hin wollten. Trotzdem räumen wir ganz, ganz kurz mal auf. Ach, Moment, falsch. Und machen die Lichter aus. Man weiß ja nie, wer zuguckt, ne? Ich habe ja vorhin irgendwas gelesen, so von wegen, und wenn die Bogenschützen dich sehen, die du nicht sehen kannst, da war ja irgendwas im Tutorial. Oh, da ist auch noch ein Heiltrank. Den wollen wir definitiv haben. Boah, wie viele Wachen! Noch mehr Wachen. Klar, der Wachenwahnsinn, der hier abgeht. So. Y drücken. Aha. Wenn auch mal hier. Da. Here's the pry bar. A bit big for a key to a sleeping chamber. At last. Ozcan spoke to me of his list of hiding places, which must be here somewhere. I'll take it. Get out of here. I got no desire to hang around. Au. Boah, verdammte Axt. Warum? Ey, das ist mies. Warum tauchen da plötzlich zwei Typen auf? Warum sind die plötzlich da? Die Unsichtbarkeit ging echt nicht lang genug. Habt ihr das gesehen, wie kurz die Unsichtbarkeit war? Ich hätte es nie geschafft. Never, ever. Oh, oh, oh. Und jetzt habe ich dich. Ah, so. Schwer genug. Okay, lieber wieder schleichen. Okay, das Ganze nochmal. Das Spiel überrascht dann immer wieder. Wenn man das halt echt nicht weiß, ist man halt echt im Arsch. So, die, wo ich weiß, dass ich die schnell machen kann, die mache ich schnell. Dass wir das hier quasi gleich wieder erledigt haben.
Der läuft da rum. Wir wissen, dass wir bei dem auch sehr, sehr schnell sein müssen. Ich hoffe, dass wir bei dem jetzt nicht kämpfen müssen. Ups. Oh oh. Wir haben hier was angedotzt, was wir besser nicht angedotzt hätten. Was hat er mit seiner Familie? Wir wissen es nicht. So. Everything wears out so fast here. It makes you wonder if there isn't some sort of okay. Corrosive stuff like. Au. Ah, here we are. The mark drawn with amber. Invisible to anyone who's never touched the amber. All I have to do is follow the trail. What was that noise? What? Monster! Ach, das darf doch nicht wahr sein. Okay, ich glaube, ich benutze jetzt hier einfach mal Wurfmesser. Ich habe die Nase voll. Gestrichen voll von der Stelle. Ich will Wurfmesser verwenden. Das mit der Unsichtbarkeit, das funktioniert auch nicht so wirklich. So wie ich mir das gewünscht hätte. So, warte mal, wir warten jetzt mal, bis der Typ in die andere Richtung gegangen ist, weil... Genau, wenn er jetzt so dasteht, sich wegdreht... Oh nein. Oh, oh, oh. Es klappt gerade eben gar nichts, Leute. Es klappt gerade eben gar nichts. Ich möchte an eine Stelle kommen. Ich bin jetzt an diesem Punkt, den kennt ihr sicherlich auch, wenn man unbedingt was will und deswegen klappt es nicht. Einfach, es klappt deswegen nicht, weil man es unbedingt will. Au. Boah. Jetzt haben wir ihn. Ah, endlich. Ich glaube, ich speichere jetzt gleich... ich kann gar nicht speichern. Ich speichere gleich jetzt nochmal, dass wir diese Typen hier erledigt haben. Man sollte eigentlich, glaube ich, fast nach jedem Gegner irgendwie speichern. So. Und dich noch schnell. Wups. Tschüss. Licht aus. Das Lustige ist, wir schaffen ja im Großen und Ganzen eigentlich immer problemlos zwei und beim dritten verkacken wir es dann. So, hier machen wir ebenfalls aus. Ups. Lichtchen aus. Years without seeing my family. They must have forgotten. Ah, here we are. The mark drawn with amber. Invisible to anyone who's never touched the amber. All I have to do is follow the trail. Huh? Everything wears out so fast. Oh, oh. It makes you wonder if there isn't some sort of crap in the air. Corrosive stuff, like. Okay. Haben wir es vielleicht diesmal hingekriegt? Nee, haben wir nicht. What a monster! That one's mine. Oh, oh, oh. Ah, okay. Oh. Vielleicht haben wir es doch hingekriegt. Der Typ ist immer noch da oben. Das hat funktioniert. Einigermaßen. Mehr schlecht als recht, sind wir mal ehrlich. Noch einen Lebenstrank schnell einsammeln. Ich speichere ganz, ganz kurz, dass wir das ja definitiv auch haben. Und ja, beim nächsten Mal, liebe Leute, kümmern wir uns um den Typen da oben und gehen ins Versteck rein. Also, bis zum nächsten Mal, sage ich da mal. Schöne Zeit. Tschüss und Ade.